Das heißt, wenn die diese dunkle Wolke haben, den Hals haben, so einen inneren Beobachter aufbauen, den sie haben, wo sie sagen, oh, ich sehe das Auto, ich merke es schon wieder. Das heißt, sie erleben es in ihrem Körper, aber sie haben sozusagen noch so eine Metaebene dabei, die sie beobachtet, dass ihr Puls steigt oder dass dieses Gespräch gerade aus dem Ruder läuft. Ich weiß am Anfang, als ich im Berufsleben stand und sag mal so, als ich in der Revision begann, da hatte ich vorher schon 4 Jahre was Normales gemacht. Da war es dann auf einmal so, dass diese Gespräche im Revision, also mit dem Hut Revision auf, nochmal eine ganz andere Nummer waren als vorher diese Gespräche, die man führt. Ich sag mal, diese normalen Regeln des sozialen Miteinanders haben dann nicht mehr so funktioniert, weil ich auch nicht in der kleinen Bank war, sondern in der relativ großen. Und dann hieß es, die Revision kommt und dann war als erstes dicht, man kriegt keine Unterlagen. Man wird so am, ja, hat versucht, mich am ausgestreckten Arm verhungern zu lassen, keine Antworten gekriegt und was weiß ich, zu Terminen nicht erschienen und alles, was man sich so vorstellen kann. Und wenn da mal ein Gespräch lief und die liefen am Anfang auch wirklich nicht richtig gut, dann war so hinterher, fragte dann mein Chef mich so, ja, und wie lief dieses Gespräch? Und ich so, hä? Ich war so wie in einem Film. Ich habe überhaupt nichts mehr mitgekriegt. Also, wenn ich nicht mitgeschrieben hätte, ich hätte gar nicht mehr gewusst, welche Frage ich gestellt habe. Oder dann fragt er mich, ja, an welcher Stelle ist das Gespräch denn gekippt? Ich konnte ihn nicht antworten, weil ich diesen inneren Beobachter nicht hatte. Und irgendwann habe ich das dann gemacht, dass ich diesen inneren Beobachter dann langsam aufgebaut habe. Und jetzt ist es so, in 99% der Fälle, dass da sozusagen noch eine Instanz ist, die das Gespräch auch von außen nochmal beobachtet, dass ich sagen kann, okay, an der Stelle ist es jetzt gekippt oder dass ich überhaupt eine Erinnerung an dieses Gespräch habe. Davor war es so, ich war da drin, es war vorbei und ich so, hä, was ist jetzt passiert? Was ist jetzt gesagt worden und welches Ergebnis hatten wir? Das war am Anfang, also gerade bei diesen mit den größeren Konflikten war das ein bisschen schwieriger. Also sich selber beobachten, so eine Metaebene aufbauen hilft, die haben Sie ja schon schön, wenn Sie sagen, ich merke, mein Puls steigt, ich merke dann, wenn ich atme, dass es besser wird, das ist sehr gut. Also äußere Reize beobachten, wenn das Auto kommt, dann geht's los. Aber auch die eigene Reaktion beobachten. Und da ist es auch vollkommen normal, wenn Sie das erst im Nachhinein merken. Wenn Sie dann merken, irgendwie hat er mich zum Austicken gebracht. Was war es? So, und dann ärgert man sich meistens, dass man so ein bisschen so, schon wieder. Und dass man es vielleicht nicht besser hingekriegt hat, ist auch vollkommen normal. So, und dann, also das Ziel ist, man sieht es kommen. Das ist dieses Akzeptieren, mein Puls wird steigen. Ich weiß, die Reaktion ist wieder vollkommen stumpf. Ach Mama, lass mal. Ja, das war ein Zitat von meinen Kindern. Und dann zu wieder gucken, kriege ich den inneren Beobachter nochmal reaktiviert. Aber hier ist es so, das habe ich dann bei mir so gemacht, dass ich gesagt habe, okay, ich nehme die jetzt nicht als blöder Depp von Kollege, sondern ich sage jetzt, und du bist jetzt mein Trainingspartner, so wie beim Judo. Da braucht man ja auch jemanden, der ein bisschen besser ist als man selber, damit man gute Fortschritte macht, wenn man jemanden hat. Der schlechter ist, dann profitiert man da nicht so viel davon. Und je herausfordernder sozusagen der Gesprächspartner ist, umso mehr kann man eben die eigenen Kompetenzen auch entwickeln. Und das ist auch mit den Kindern so, die Anforderungen steigen dann mit dem Alter und es sind dann andere. Und da wir ja nachher nicht mehr drauf, ja doch, da kommen wir nachher auch nochmal drauf, genau. So, und irgendwann werden Sie es schaffen, dass Sie auf diesen Reiz bewusst reagieren. Irgendwann, dass Sie sagen, okay, ich akzeptiere, also das größte Problem ist ja, Mist, das Auto fährt vor, boah, mein Puls steigt und dann, dass dann im Kopf diese Story losgeht, jetzt geht es gleich los, jetzt geht es gleich los und dass Sie sich immer weiter reinsteigern und dann nicht so reagieren, wie Sie reagieren wollen. Wenn Sie sozusagen
irgendwann sagen, okay, und ich probiere mal, dass ich den ersten Satz hinkriege und beobachte, was passiert. Und dann nehmen sie den nächsten Anlauf und sagen, okay, gut, hat funktioniert, hat nicht funktioniert, ich mache den nächsten und beobachten wieder, wie der andere reagiert. Und dass sie dann, sie haben ja viele Erfahrungswerte mit den Leuten, dass sie irgendwann es schaffen, erstmal in den einfacheren Situationen, dass sie bewusst reagieren und dann können sie das dann auch langsam mal steigern, dass es auch bei schwierigeren Situationen geht. Es ist total schwer und das dauert Jahre, bis man das so gut umsetzen kann.